Wir bieten Produkte für den konventionellen, aber auch für den ökologischen Pflanzenschutz an. Unsere Voraussetzungen für die biologischen Produkte sind zum einen Pflanzenschutzmittel, die amtlich geprüft und zugelassen sind. Das bedeutet, ihre biologische Wirksamkeit ist geprüft, ihre Ökotoxikologie ist geprüft, die Umweltverträglichkeit ist geprüft. Dann gibt es die Gruppe der Zusatzstoffe, auch die sind amtlich geprüft auf Unbedenklichkeit, auf Umweltverträglichkeit und vor allen Dingen auch ihren Zusatznutzen. Der Einsatz von Betriebsmitteln im ökologischen Landbau ist einmal gesetzlich geregelt und dann eben durch Richtlinien von privaten Organisationen im Biobereich auch festgelegt. Die Fibellistung ist eine Betriebsmittelliste für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da werden Betriebsmittelprodukte gelistet, die von den Fachleuten der Fibel-Projekte GmbH auf ihre Übereinstimmung mit den Prinzipien des ökologischen Landbaus geprüft wurden. Mit der Erstellung dieser Mittelliste werden folgende Ziele verfolgt. Einmal für die Kontrollstellen und für die Zertifizierenden als Grundlage für die Betriebskontrolle und damit eine sichere Überprüfung der eingesetzten Produkte gewährleistet ist. Für die Hersteller von Betriebsmitteln eine verlässliche Auskunft über die Einsatzfähigkeit von Betriebsmitteln im ökologischen Landbau und natürlich für die Produzenten und für die Kontrollorganisationen eine gewisse Sicherheit, dass vom Einsatz von Betriebsmitteln die Grundlagen und Prinzipien des ökologischen Landbaus beachtet werden. Wir haben folgende Produkte als Pflanzenschutzmittel in der Fibellistung, in der Betriebsmittelliste von der Fibel. Das ist das Airone, ein Kupfer gegen Feuerbrand und Schorf. Wir haben mit Carbovirusine und Carbovirusine EVO2 Insektizide gegen Apfelwickler. Das sind Viruspräparate, die den Apfelwickler bekämpfen, die Larven des Apfelwicklers. Wir haben DIPEL-DF und Florbac. Das sind Insektizide gegen freifressende Schmetterlingsrauben. Beide haben Bacillus thuringiensis in verschiedenen Zusammensetzungen, zwei unterschiedlichen Stämmen als Wirkstoff beinhalten diese beiden Produkte. Dann haben wir Flowbrix, ein Kupfer gegen Obstbaumkrebs und natürlich Netzschwefelstullen, der einzige Schwefelpräparat, das gegen echten Meldau im Ökolandbau derzeit zugelassen ist. Mit ProAgro Schäl- und Fraßstopp haben wir einen Schutz gegen Wildschäden im Wald und eben auch an den Bäumen. Und die Rampastopp-Leimschranke hindert kriechende Insekten mit einer Leimbarriere an Bäumen hochzukriechen, wie zum Beispiel der Frostspanner, der sonst massive Schäden machen kann. Ein besonderes Produkt und selbst entwickelt von uns ist Vintec. Hier haben wir ein Trichoderma gegen die gefürchtete SK-Krankheit im Weinbau zugelassen und erstmal entwickelt und zugelassen. Ich bin seit 2006 mit diesem Produkt, habe ich mich beschäftigt, über 12 Jahre bis zur Zulassung und viele Grundlagenforschung wurde mit diesem Produkt auch betrieben. Bei den Zusatzstoffen haben wir CombiProtect, ein Köderkonzentrat für Insekten, speziell Walnussfruchtfliege oder eben auch die Kirschessigfliege. Bronet Alpha ist derzeit das einzige Netzhaftmittel, was Fibel gelistet ist. Mit Rizovidal fördern wir das Wurzelwachstum in verschiedensten Kulturen, vor allen Dingen im Gemüse- und Erdbeerbau. Und wir haben zwei Dünger, Prolik Aminocalcio und Prolik Calcium LQ, zwei Calciumdünger im Apfelanbau gegen Stippe. Und dann ProAgro Baumweiß, eine Stammschutzfarbe, um Bäume im Winter gegen das Aufplatzen der Rinde zu schützen. Wenn ich das Ganze einteile in unser Produktportfolio, dann sehe ich hier, wenn ich Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, wir haben für alle Kulturarten irgendeine Lösung, keine Komplettlösung, aber Teillösungen können wir anbieten mit unseren Produkten und sie sind nutzbar für den ökologischen Landbau. Grundsätzlich ist unser Ziel mit der ProAgro-Linie als Dachmarke, nachhaltige, ganzheitliche Lösungen im Pflanzenschutz anzubieten und weiter auszubauen. Wir wollen sowohl für konventionelle als auch ökologische Betriebe sinnvolle Lösungen anbieten und suchen sie auch immer wieder. Und wir sehen die Verbindung von klassischem Pflanzenschutz sowie der Pflanzenstärkung und den biologischen Produkten als ganzheitlicher und nachhaltiger Lösungsweg in die Zukunft. Und das verfolgen wir mit unserem ProAgro-Team.